Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Unboxing auf meinem Kanal. Heute mit einer Loot Chest. Das erste Mal mit einer Loot Chest. Hallo Auto da draußen. Es muss natürlich laut sein. Ja, und zwar hatte ich mir vor, keine Ahnung wie viele Wochen, zwei Loot Chests im Angebot, im Sale, keine Ahnung, bestellt. Einmal Star Wars, einmal Nintendo, und ich will euch mal die Star Wars Loot Chest unboxen. Oh. So, hier ist das Paket. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich das hier so aufmache. Schön, schön alles vor die Kamera. Das geht sogar. Hell, dunkel. Ein Rabattcode haben wir hier. Wunderschön. Nein, mein Rabattcode. Wunderschön. Kennt ihr Helligkeit und so? Ja. So, was haben wir denn sonst noch hier? Episches Game und... Aha. Noch ein Rabattcode. Pummelchen. Pummel-Einhorn. Wunderschön. So, was haben wir denn hier alles Gutes drin? So, ich stelle das mal woanders hin. Ich rolle. Just keep on rolling, baby. Und so. So. Wir haben wahrscheinlich ein Poster. Mal gucken. Wenn Kräfte sinnlos walten und so. So. Schauen wir mal. Leider gerollt. Okay, ein Poster. Ein langes Poster. Ein sehr langes Poster. Kriege ich das hin? Ha? Warte mal. Licht. Ja. Ist zu erkennen. Bevor ich dir Scheiße erzähle. Ein Stormtrooper, oder? Ja, Stormtrooper. So, wieder mal zurückrollen. Ja, gerollt ist immer so. Entschuldigung. So, was haben wir denn noch hier? Irgendwas Weiches, was ist, steht da drauf? Ein Geschirrtuch. Das kann ich sogar ernsthaft gebrauchen. Weil ich habe irgendwie nicht so viel Geschirrtücher, wie ich haben sollte. Und schauen wir mal drauf. Sollte von außen ungefähr so aussehen. Oder was heißt von außen, wenn es groß gemacht ist? Ja, klar. So, mal gucken, ob man es erkennt. Wulle-Wupp-Karton. Alter. So. Sieht, finde ich, ganz nett aus. Ist ein bisschen klein. Muss einmal gewaschen werden, würde ich mal behaupten. Und, ja. Was haben wir denn noch? Oh, Schlüsselanhänger. Ein Chewbacca-Schlüsselanhänger. Na, komm. Licht. So. So sieht man es am besten. Scheiß Licht hier. So. Ha! Ja, mit Sonnenbrille drauf. Ist okay. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich finde den jetzt nicht wunderschön. Also, so standardmäßig fände ich den irgendwie cooler. Aber gut. Nett. Das haben wir aber hier in der Ecke erstmal. Wir haben hier noch ein Flame Trooper Sammelmünze. Die Frage ist, wie limitiert sind solche Sammelmünzen und so, ne? Knarz. Ich mach die euch mal auf. Ist ganz schön schwer. Sieht auf der einen Seite, sag ich mal, so aus. Ah, das klappt ja perfekt mit dem Fokus hier. Und auf der anderen Seite einfach nur Star Wars. Mit The Force Awaken. Vom neuen sozusagen. So, was haben wir denn hier in der Ecke noch? Okay. Ein Mikrofaser-Brillenputzbeutel. Auch mit Stormtrooper drauf. Warte mal. Ein Kräfte sinnlos verhalten und so, ne? So. Schauen wir mal. Einmal von der Seite so. Von der anderen Seite finde ich sogar ganz noch schicker. Eigentlich so. Mal gucken, ob mein Handy da reinpasst. Wo ist überhaupt mein... Da ist mein Handy. So. Ja. Yeah. Probe auf Example. Boah, das geht gerade so. Also mein... ich habe Galaxy S9 Plus. Ja, ja. YouTube Money und sowas. Das passt gerade so rein. Also das kann man... Hoppala. Das kann man ganz gut... ich zeig's mal so. Das hier ist mein S9 Plus. Und das ist hier die Hülle. Das passt gerade so rein. Aber da das eins der größten Handys ist, würde ich mal sagen, das passt eigentlich perfekt.
Für die meisten Handys. Für manche kleinere Handys ist es dann wahrscheinlich schon wieder zu klein. Aber gut. Ist ganz nett. Ich muss ja sagen, ich finde ja die Seite wirklich besser. Die finde ich ganz schick. Ich hätte es mir fast gewünscht, dass die Seite auch so eher im dunklen Stil gehalten worden wäre und nicht so... Na, ich finde, es geht. So. Haben wir hier noch? Okay. Jetzt haben wir nur noch zwei Sachen hier. Ich rede zu schnell. Wir haben Stormtrooper. Warum heißt diese Box Star Wars Box, wenn es nicht einfach Stormtrooper Box ist? Ich meine, Flametrooper, Stormtrooper, 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 Stormtrooper Box. Nennt es doch einfach so. Color and Design Mayberry, ja. Ein Fleece, wie heißen die Dinger? Fleecedecke, so. Mal gucken, die ist 1 Meter mal 1,50. Ich mache das hier behutsam sogar. Soll eigentlich so irgendwie aus... Kann so aussehen, muss aber nicht so aussehen. Mal gucken, wie unseres aussieht hier. Oder meins. So, das wird jetzt... Jetzt wird's kompliziert. Ich versuche das mal reinzukriegen. Ach du Scheiße. Gucken, kriege ich das hin? Es geht sogar einigermaßen, würde ich sagen, dass ich das ins Bild kriege, ne? Und hier der untere Teil. Wenn man mich noch hört. So. Ich muss ja sagen, ich mag Vlies. Das ist so kuschelig. So, und jetzt kommt eigentlich das Highlight der Box, würde ich fast sagen. Manch einer hat es gesehen. Ich guck's mir jetzt erstmal selber an. Ja. Ach so. Ein Bobblehead. Ein Vinyl-Bobblehead. Die Dinger soll man da ja eigentlich drin lassen, ne? Hab ich mal gelernt, so zum Sammeln. Hinstellen. Und zwar, Way. Hier. Ja, natürlich blendet es. Ja, schön. So. Ich muss ja sagen, an und für sich cool. Ich finde nur den Gesichtsausdruck von ihr. Geht so, ne? Find so. Ich meine, guckt sie euch an. Das ist jetzt. Oh. Sie könnte lieber aussehen, würde ich mal behaupten. Also echt lieber. Aber gut. Hier unten ist noch schön was draufgeklebt, damit die Deutschen auch wissen, dass das nichts für unter Dreijährige ist. Auch schön. Ja. Bisschen zerknautscht zum Teil. So. Box leer. Uah. So, was würde ich denn sagen? Ich weiß, wahrscheinlich werden die Dinger werden hier so ein bisschen variieren. Ray finde ich an und für sich echt cool. Ich finde auch schön, so mal ein weiblicher Hauptcharakter finde ich auch sehr gut. Und ich mag sie auch persönlich so im Film. Ich schaue auch eine sehr schicke Schauspielerin, sage ich mal. Aber ganz im Ernst, das Gesicht wird ihr nicht gerecht. Das ist... Nee. Ansonsten würde ich sagen, was mir sehr gut gefällt, ist ja... Also Vlies finde ich immer ganz schön. Und halte ich das gerade richtig? Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Oh, und es ist schön weich. Ansonsten... Ja gut, hier der Keychain... Schlüsselanhänger. Geht so. Sammelmünze. Flametrooper. Da ist es andersrum eher noch am interessantesten. So wie sie dann, wenn es die verschiedenen Trooper-Sorten gibt, ist mir dann auch egal. Das. Ja. Okay. Könnte man nutzen. Das könnte ich sogar vielleicht sogar mal nutzen, wenn ich irgendwie mein Handy,
weil ich nicht in der Hosentasche habe, was ich eigentlich fast immer habe. Aber gut. Ansonsten haben wir noch, genau, jetzt das, hier das, Poster. Ist okay, aber, ja, das Geschirrtuch ist noch ganz praktisch. Ist die Frage, ich bin bei Geschirrtüchern, bin ich allgemein immer skeptisch, inwieweit die Geschirrtücher gut sind. Aber, ich meine, sieht, ich finde es eigentlich ganz cool vom Logo her. Auch mal das Blaue halt, statt, ich muss sagen, das Blaue hier so gefällt mir mehr als das Orangene hier. Bin ich ja ganz ehrlich. Ja. Ich gucke auf die Uhr. Ich habe es über 10 Minuten gezogen. Hey, ich kann Werbung schalten, wenn ich Werbung schalten könnte. Hey. Muss ich jetzt eigentlich sagen, Hashtag Werbung, Hashtag Influencer und so ein Kappes? Nee, eigentlich nicht. Es ist schön gemütlich. Das kann ich gut im Winter gebrauchen, wenn es wieder was kälter wird. Aktuell geht's noch. Aktuell gehe ich noch mit kurzer Hose raus und es regnet. Andere Leute haben Schirm dabei. Ich hatte eine Waffel Eis. Es war lecker. Ja, mein Fazit zu dieser Box ganz okay. Aber jetzt auch nicht überragend. Ich bin eigentlich ein Star Wars Fan, aber mich haut die jetzt nicht so vom Hocker. Also Fließdecke ist cool. Der Bubblehead, wenn das Gesicht nicht so verkackt wäre irgendwie. Und Schirrtuch, Handytasche. Ja. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Star Wars Boxen miteinander variieren. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Kooperation mit Loot Chest oder so. Ich habe mir die einfach selber bestellt und dachte, ach, ich habe die jetzt mal liegen. Ich kann, irgendwann werde ich diese Kamera mal installieren und dann zeige ich euch mal ein Unboxing. Das habe ich jetzt gemacht. Ich bin stolz. Und jetzt nehme ich gleich noch ein Nintendo-Unboxing auf und dann habe ich noch ein anderes Unboxing. Mal gucken, in welcher Reihenfolge ich den Mucks dann veröffentliche. Hey! In diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr gerne mehr Unboxings sehen wollt. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt für gute Geeks, sonstige Boxen, gerne in die Kommentare rein, würde mich echt interessieren. Ich habe schon so einiges gesehen und will so ein bisschen rumtesten, was ich vielleicht mir mal auf Dauer bestellen könnte oder so. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Unboxing oder zu einem Let's Play von mir. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Raketen-IT.